Das Dorf Düssel ist ein Ortsteil der Stadt Wülfrath in Nordrhein-Westfalen und ist bekannt nach der Wasserburg Haus Düssel und diese nach dem Fluss Düssel. Es liegt südöstlich des Stadtzentrums an der Stadtgrenze Wülfraths und Mettmann. Düssel hat einen weitgehend erhaltenen Ortskern. Neben der Wasserburg ist auch die katholische Kirche St. Maximin aus dem 11. Jahrhundert erhalten geblieben. Dominierende Gebäude des Ortskerns sind darüber hinaus die evangelische Kirche und ein Sparkassengebäude am ehemaligen Marktplatz. Dort befindet sich eine lebensgroße Bronzeplastik des aus Düssel stammenden Heimatdichters Karl Schmachtenberg. Die Düssel, ein rund 40 Kilometer langer rechter Nebenfluss des Rheins. Sie entspringt in Wülfrath-Blumrath an der Stadtgrenze zu Velbers-Nebiges. Dieser kleine Fluss schlendert beschaulich durch eine schöne Landschaft und mündet bei Düsseldorf in den Rhein. Damit die Spaziergänger und Wanderer trockenen Fußes über die Düssel kommen, ist an dieser Stelle eine Fußgängerbrücke vor über 60 Jahren eingerichtet worden. Zur damaligen Zeit ein nützlicher Erfrischungsort für die Pferdefuhrwerke, die den Berg hinauf mussten. Düssel wurde im Jahre 1065 erstmals urkundlich erwähnt. Die Ursprünge der Siedlung dürften bis in das 7. oder 8. Jahrhundert zurückgehen. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts bis 1807 war Düssel mit dem Honschaften Unter- und Oberdüssel dem Amt Suldingen zugeordnet. Danach gehörte es kurzfristig zur Stadt Mettmann, wurde aber bereits 1809 im Austausch gegen Oberschwarzbach Wülfrath zugeordnet. Im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1975 sollte Düssel ebenso Dornap und Schöller zu Wuppertal eingemeindet werden. Nach Bürgerprotesten verblieb es im beschlossenen Gesetz jedoch bei Wülfrath.